TV. Und mein Lieblingsthema bei Ihnen, ich frage ja jedes Jahr, wie es dem unhackable Computer geht. Ne? Soweit, bis jetzt hat es noch keiner geschafft, sich da auch nur reinzuwurscheln. Ich hoffe immer noch auf eine Pressemitteilung, die bis jetzt noch nicht gekommen ist. Ja, nochmal kurz, um was handelt es sich? Wie stolz sind Sie? Und für wen ist es eigentlich gedacht? Also wir sind sehr stolz. Wir haben mittlerweile fast 6 Jahre gebraucht, um ihn bis zum Ende zu entwickeln. Jetzt ist er fertig. Wir werden den Computer offiziell in einer großen internationalen Pressekonferenz am 5. Dezember in Bensheim vorstellen. Er ist wirklich unhackbar, weil das ein mechanischer Schutz ist, der nicht zu überbrücken ist. Ja, ich habe schon gehört, es ist so ein Apple-Steve Jobs Pressekonferenz, die Sie da planen im Dezember. Hört sich ja sehr spannend an. Für wen ist es gedacht? Für Unternehmen, die ja offensichtlich was verstecken wollen? Genau. Müssen? Nur für Unternehmen? Also letztendlich ist unsere Zielgruppe schon Unternehmen, größer oder kleiner, denn jedes Unternehmen hat irgendwo bestimmtes Know-how, Wissen, was geschützt werden muss, und dafür ist dieser Computer da, denn der Computer hat einen unhackbaren Bereich. Das ist hier dieser grüne Bereich, wie wir es hier auch auf dem Bildschirm sehen. Mhm. Wirklich hardwaremäßig komplett getrennt von allen beiden anderen Bereichen, die auch, sag mal, für E-Mails genutzt werden können oder für Intranet. Der gelbe Bereich zum Beispiel fürs Intranet. Der grüne Bereich ist wirklich unhackbar. Dort kann man Daten extrem sicher lagern. Dort können auch Daten transferiert werden. Die werden verschlüsselt. Also dass wirklich, auch wenn irgendwo noch Viren drin sein sollten, dass sie nicht zur Auswirkung kommen können. Also letztendlich jedes Unternehmen, Entwicklungsabteilungen, die können ihre Software entwickeln, ihre Maschinenzeichnung in dem grünen Bereich, kann keiner drauf. Geschäftsleitungen haben ihre Geheimnisse, die sie dort ablegen können. Oder wenn es nur die Arztpraxis oder der Rechtsanwalt ist, der halt Kundendaten dort ablegt. Also letztendlich ist der Anwendungsbereich riesig. Wie viel Interesse gibt es denn inzwischen schon? Also wir sehen das Interesse, dass es sehr, sehr groß ist, weil wir überall hören, wo es Probleme mit Datenlecks gibt, wo Firmen gehackt werden, wo Regierungen gehackt werden. Mhm. Überall da ist dieser Computer eigentlich unerlässlich. Ne? Ja. Denn man muss halt den Leuten das jetzt mal präsentieren, und dann sind wir davon überzeugt, dass das sehr gut einschlagen wird. Wo wird der dann produziert? Ja, also wir haben vor, den in Bensheim bei uns zu produzieren. Wir wollen nicht nach China gehen, weil gerade Datensicherheit ist ein Thema, was hoheitlich gemanagt werden sollte, also bei uns hier in Deutschland. Ja, und haben Sie eigentlich schon Vorbestellungen für die? Wir haben das bis jetzt wirklich weitgehend unter Verschluss gehalten. Mhm. Wir präsentieren den jetzt und sind davon überzeugt, dann geht es wirklich sehr stark ab. Wir haben noch keine Möglichkeit, überhaupt ermöglicht den Leuten, dass sie was bestellen können. Aber das wird dann sicherlich losgehen. Am 5. Dezember. Genau. Oder 2 Minuten nach der Pressemitteilung. So ist es. Alles klar.